Wieso gibt's diese stellenweise so verdammt nochmal bescheuerten Hitboxen? Kein Multiplayer und kein Zombie-Modus. Sorry, aber da haben die Entwickler von Sakari Indie einfach mal nicht nachgedacht. Und es gibt keine Chance mehr für euch, das irgendwie wieder zu retten. Ja, ganz recht. Es gibt ein weiteres Foreign Legion Spiel. Multi Massacre. Und was soll ich zu dem Thema anderes sagen, als dass es alles, was Bugs of Blood weniger gut gemacht hat, besser macht. Aber mal näher ins Detail. Am eigentlichen Gameplay aus Überleben, Beschützen und Balancen Highscore und Ingame-Geld hat sich nichts geändert. Das Spiel enthält 6 Missionen, wobei davon 3, nämlich Pipeline, Village und Night Ops, bereits in Buckets of Blood vorhanden waren. Die restlichen Aufträge sind Carrier, in welchem ihr euch auf einem Flugzeugträger mit den altbekannten Gegnertypen und den neuen Sprengstoff der vielen auseinandersetzen müsst, City, welches mich mit seiner Prämisse von einer Stadt mit einem einzelnen Squad gegen den Arsch voller Feinde irgendwie doch ein wenig an Black Hawk Down erinnert. Und Graveyard, welche das wohl wichtigste überhaupt ins Spiel integriert. Zombies! Um genau zu sein, verdammt viele Zombies, die ihre Einzelteile zerlegen könnt, da der Gore-Faktor im Vergleich zum Vorgänger nochmals gestiegen ist. Diesem Rumgesplatter kommt zugute, dass die Hitboxen jetzt richtig funktionieren und ein Schuss den Kopf, den Arm oder den Torso nun auch als ein solcher gezählt wird. Der Friedhof hat aber auch noch einen anderen neuen Kniff zu bieten. Die zu überlebende Zeit läuft nur dann ab, wenn der Generator an ist, welchen ihr durch eure bloße Anwesenheit in seiner unmittelbaren Nähe am Laufen haltet und somit das Licht brennt. Solange es aber dunkel ist, gibt's keine Punkte für euch. Und die Zombies werden zahlreicher und halten mehr aus. Ist so, steht hier an der Wand. Nebenbei gibt's in dieser Mission auch nur einen kleinen provisorischen Ersatz für den Hühnchenboss aus Buckets of Blood. Ein Geist, den ihr möglichst schnell erledigen solltet, da ihr sonst verflucht werdet und dann kurzzeitig mit Slow Motion zurechtkommen müsst. Schafft ihr es aber, den Geist zu töten, fragt mich nicht, wie das gehen soll, bekommt ihr einen temporären Geschwindigkeitsboost. Was es sonst noch für Veränderungen im Vergleich zu Eimerweise Blut gibt? Nun ja, im Grunde nur noch weitere Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck des Spiels aber nochmal um einiges anheben. Zum Beispiel, dass man je nach Difficulty Setting mit einer gewissen Anzahl von Leben startet, welche den Spieler nach kurzer Wartezeit wieder spawnen lassen. Mehr Accessoires, neue Ranglisten, Glory Counters für normale und Zombie-Abschüsse, mehr Spielmodi, von denen einige kooperativ und andere Versus sind, mehr Achievements, ein First-Person-Modus, den ich persönlich für nett gemeint, aber den Third-Person-View weit unterlegen halte, mehr nicht-feindliche Abschussziele, da sich zu den Hühnern noch Kürbisse, Präriehunde, Grabsteine und Friedenstauben, ha! Diesmal sind's aber Tauben, dazugesellen. Allgemein mehr Zeug in den Levels, wie explosive Tanks, Dixie-Klos oder diese Poster, welche ich leider zensieren musste, und ein paar neue Waffen. Ja, ein paar trifft's eigentlich schon ganz gut, sind nämlich zwei. Eine AK als neues Sekundär und eine Waffe, die ich selbst noch nicht freigeschalten habe, da man sie erst ab Level 30 erhält, als neue Primärwaffe. Ich gehe aber mal davon aus, dass es sich bei dem neuen primären Ballermann um eine Desert Eagle handelt, da ich eine solche im Trailer des Spiels gesehen habe. Im Übrigen ist das Kaufen von Munition hier reichlich sinnlos, da man anders als in Buckets of jede Mission mit genügend Muni startet und es zur Not ja immer noch die Funkgeräte gibt, die jetzt zusätzlich Medipacks für den schnellen Gesundheitsboost für zwischendurch anliefern. Im Übrigen muss man, sofern man, so wie ich halt, einen Charakter in Buckets of Blood hat, nicht alles neu freischalten, damit den bereits gelevelten Charakter samt seiner aktuellen Ausrüstung importieren kann. Dabei halte ich es lediglich für merkwürdig, dass man tatsächlich nur die aktuelle Ausrüstung kostenlos übernehmen kann und man alles andere, auch das, was man sich bereits in Buckets of Blood gekauft hat, hier neu kaufen muss. Dazu kommt noch, dass man auch sein Vermögen nicht übernehmen kann. Das dient aber vielleicht auch einfach nur der Fairness für Spielanfänger bzw. für Leute, welche keine Figur zum Importieren haben. Apropos andere Spieler. Multi Massacre ist ja, wie man dem Namen bereits schon entnehmen kann, ein Multiplayer-Spiel und somit auch im Grunde 12-mal besser als das Solo-Spiel mit den Blutarmen im Titel. Nur leider bringt der beste Multiplayer nichts, wenn niemand da ist, um ihn zu spielen. Und hier haben wir das große Problem. Keine Sau spielt dieses Spiel. Und so konnte ich auch weder Erfahrungen im Multiplayer des Spiels sammeln, noch Gameplay einer Mehrspielerpartie aufnehmen.
so dass ihr im Gameplay-Material wieder nur mich im Solo rumhüpfen sehen dürft. Würde sich der Multiplayer ausschließlich auf Versus-Modi beziehen, wäre mir das egal, da ich schätze, dass es bei einem Spiel ohne Dirk-Funktion, aber dafür mit Leveling für stärkere Waffen, wohl weniger auf Skill, sondern eher auf Glück, über Killerwaffen oder auf Camping ankommt. Das ist jetzt natürlich nur geschätzt. Ich konnte es ja, wie gesagt, mangels Mitspieler nicht testen. Aber ich glaube schon, dass eine Runde im Koop mit bis zu 3 weiteren Kumpels wirklich Spaß machen könnte, zumal das Spiel auf dem extremen Schwierigkeitsgrad durch die kompetenter wirkenden Gegner, die weniger oft an den Objekten hängen bleiben und einen über die halbe Map Corkshots verpassen, richtig herausfordernd sein kann. Das könnte echt ein volltöftes Teamspiel sein, aber nö, keine Spieler, um im Team zu spielen. Jeder, der dieses Video hier sieht und denkt, dass ihm das Spiel zusagen könnte, kann es sich für etwa 7 Euro bei Steam kaufen. Oder wie ich auf einen Aktionspreis warten. Ich habe 1,79 für gezahlt und das war definitiv nicht zu viel. Und wer sich überlegt, ob er sich Buckets of Blood oder Multi Massacre holen soll, sollte unbedingt zu Multi Massacre greifen, da dieses auch als Solo-Spiel besser funktioniert als das Solo-Only-Game Buckets of Blood. Letzten Endes muss ich sagen, dass es wirklich schade um das ungenutzte Potenzial des Spiels, oder besser gesagt, die ungenutzte Mehrspielerfunktion ist. Es ist in allen Belangen besser als das Vorgängerspiel und könnte echt viel Spaß im Multiplayer bringen. Aber so wie es nun mal ist, bleibt halt nur die Möglichkeit, es allein zu spielen. Dennoch ist es ein meiner Meinung nach wirklich empfehlenswertes und spaßiges Spiel für zwischendurch. Falls jemand, der dieses Spiel ebenfalls besitzt, mal eine Runde mit mir oder gegen mich spielen möchte, kann eine solche Person mich gerne anschreiben. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.